Wir waren bei der Defensive stehen geblieben. Die Viererkette, die spielt, steht. Noah Koschowski hat der Dave schon angesprochen. Junger Mann, der hinten dran steht. Ein Timmy Simmons hat auch immer wieder bewiesen, dass er theoretischerweise auch Innenverteidiger spielen kann. Mhm. Ein Javier Pinola hat es immer wieder gezeigt, so wäre dann eventuell auch Platz für Plattenhardt. Adam Lusche kommt auch irgendwann wieder zurück und wäre auch wieder einsatzbereit für die linke Defensivseite. Reicht da nicht das Personal, sodass man sagen kann, ja, wenn schon das Hauptaugenmerk auf Neuverpflichtungen in der Winterpause liegt, dann gehen wir in die weite vorne Regionen, in die Offensive? Wichtig ist aber, ja, und da sind wir uns, glaube ich, völlig einig, ja, und ich glaube, das Thema ist dann auch durch, wir brauchen vorne jemanden, der spielerische Note nochmal reinbringt, ja, und der in der Lage ist, 1:1. 1:1, ja, auch sich einmal durchzusetzen und das Ding einmal zu versenken, ja, weil das ist etwas, diese Schwäche, die haben wir, ja, unsere Stürmer laufen sich ständig fest, ja, da ist nie, ja, diese Situation dabei, wo du sagst, dieser Zungenschneizer, wo du sagst, boah, jetzt hat er mal drei Mann aussteigen lassen und steht er vorm Tor. Mit Dave habe ich schon oft darüber diskutiert, eigentlich schon fast ein bisschen mit unserem Lieblingsthema, Esswein Mack. Immer wieder haben sie gezeigt in einzelnen Spielen, boah, das sind welche, die haben Riesentalent, können riesen Spaß machen, aber so richtig konstant ins Laufen sind sie noch nicht gekommen. Das ist immer irgendwie so ein bisschen der Stottermotor. Wo muss man da beim Feintuning ansetzen? Also die Frage ist halt, am Ende des Tages, sind sie wirklich gut genug? Tatsache ist, dass sich Leute halt irgendwann einmal mit 3er, 24, ja, wir sprechen jetzt ja nicht mehr von ganz Jungen, dass sich die irgendwann einmal durchsetzen müssen. Und wenn sie das nicht können, dann reicht es halt nicht. Ja, und dann muss man halt irgendwann die Konsequenz ziehen. Ja, so bitterlich das ist, ja, aber irgendwann ist halt auch vorbei, ja, wenn dann eine das dritte Jahr in der ersten Liga herumkickt, ja, und dann haben wir nach 12 Spieltagen ein Tor bzw. 0, ja, wenn wir von den beiden sprechen. Das ist zu dünn. Ja, fertig aus. Ja. Also, Fragezeichen nach wie vor hinter den Außen. Kiyotake haben wir festgespielt, er wirkt ein bisschen überspielt, bei Standards hoch konzentriert, aber im Spiel heraus gelingen ihnen auch noch nicht diese Zauberaktionen, wie siehst du in Gebhardt. War er jetzt nicht mit dabei, ist damit zumindest bald für dieses zweite Derby nicht wertbar. Hat er gefehlt? Ja, Gebhardt hat er nicht gefehlt, er war in der Nordkurve mit in der Kurve gestanden und hat dadurch etliche Sympathien eingeheimst. Ich persönlich sehe das ein bisschen anders. Er soll lieber auf dem Platz die entsprechenden Leistungen bringen. Und da hakt es halt leider Gottes auch beim Gebhardt noch, da hakt es beim Esswein seit Monaten. Ich persönlich kann nichts verstehen. Diese jungen Leute, die spielen ja alle irgendwo schließlich für sich selbst, für ihre Karriere, für ihr Weiterkommen. Die wollen vielleicht einmal irgendwann irgendwo anders hin, die wollen sich verbessern, die wollen einen höheren Marktwert erzielen. Und da sehe ich bei vielen Spielern im Moment eben am Mango einen Mack, den man ganz offensichtlich charakterlich nicht in den Griff kriegt. Beim Esswein sehe ich jetzt fast ähnlich. Kann man nicht vorstellen, warum der Mann, der ja körperlicher Bulle ist und der im Training mit geschätzten Mach 3 an mir vorbeidüst, da sage ich mich, warum geht es auf dem Platz nicht mehr? Wo sind seine Wirbel auf der linken Seite? Wo ist das, wo er sich in den Strafraum neidankt und nicht mehr? Und mittlerweile fehlt es halt leider Gottes überall. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich sage es nochmal, ich beneide den Herrn Hecking nicht um seine Aufgabe, mit diesen jungen Burschen ständig kommunizieren und auf jeden irgendwo eingehen zu müssen, weil wir eben leider Gottes ein paar schwierige Charaktere drin haben und das sind für mich Gebhardt, das ist der Esswein und der Mack natürlich insbesondere. Jetzt haben wir eine englische Woche vor uns stehen. Am Mittwoch schicken wir gegen Hoffenheim den Babbelheim. Also ich denke mal, wenn das Spiel verloren geht für Hoffenheim, dann ist der Herr Babbel ganz dicke in der Diskussion drin. Das ist etwas, was auch der Babbel weiß, ja, und das ist auch etwas, was die Mannschaft weiß. Ja, also das ist etwas, wo offensichtlich niemand gegen den Trainer spielt, wie das in Wolfsburg vielleicht der Fall war. Und von der Seite her müssen wir uns da ganz schön warm anziehen. Ja. Ja, und in dem Moment, wo die ihr Tagesform finden, ja, dann wird es ganz, ganz schwierig. Also dass die jetzt da Tabellen 16er sind, das heißt gar nichts. Die sind mit Sicherheit besser als der Tabellenplatz. Von der Seite her wird es eine spannende Geschichte. Wenn wir es gewinnen, dann ist der Babbel in der Diskussion. Und nicht gewinnen, sind wir in der Diskussion, ganz ohne Zweifel, weil dann sind wir 17er. Ja, und bringt der Club die Konzentration wieder aufs Feld, wie gegen Wolfsburg oder gegen Bayern, braucht man sich keine Gedanken machen. Ja, spielt so wie gegen Fürth, ja, dann ja. In den letzten Jahren haben wir uns immer wieder aus Nürnberger Sicht beklagt. Mensch, jetzt kommt der Club und dann hat der Gegner einen neuen Trainer, ist wieder neu motiviert. Diesmal könnte es ja andersrum laufen, dass der alte Trainer eventuell dann gegen uns ausgedient haben sollte. Mal eine andere Ausgangslage, eine bessere?
Ja, ich persönlich mag es eigentlich nicht so, wenn man immer auf die anderen Mannschaften schaut. Ich bin dafür, dass wir uns unseren Zielen widmen, dass wir unsere Linie gehen. Und das bedeutet im Moment, dass wir daheim gegen Hoffenheim mehr oder weniger gewinnen müssen. Ja, wollen wir nicht in eine noch bedenklichere Situation geraten. Das nächste Heimspiel ist dann Düsseldorf, auch einer der Abstiegskandidaten. Auch dieses Spiel sollte gewonnen werden. Wir haben im Moment 13 Punkte. Diese beiden Spiele wären nochmal 6 Punkte. Dann wären wir annähernd an die 20 dran. Und wer sagt nicht, dass wir in Bremen auswärts Bügel holen oder auch in Leverkusen? Ja, da haben wir auch schon gewonnen. Also so ist es nicht. Ich bin nur der Meinung, nach unserer relativ langen Durst- und Hungerperiode, die wir jetzt so als Fans hinter uns haben, jetzt wäre es Zeit, dass wir nochmal wieder ein bisschen eine Serie spielen könnten. Richtig, ja, und das ist auch etwas, woran der Club insbesondere arbeiten muss, ja, denn wir haben ja schon vor dem Wolfsburg-Spiel eine Entwicklung gehabt, die gar nicht so schön war, ja, also da haben wir ja, glaube ich, 6 Heimspiele nicht mehr gewonnen gehabt, und das ist etwas, was natürlich für eine Mannschaft, die sowieso unten drin steht, ja, ganz, ganz fatal ist, ja, denn dass man sagt, wir holen unsere Punkte gegen einen Abstieg auswärts, das ist natürlich schon ein recht stolzer Ansatz. Also von der Seite her denke ich mal, dass das etwas ist, wo man sowieso daran arbeiten muss, ja, dass der Club endlich auch wieder zu Heimsteige kommt. Ich lasse euch beide nicht raus, ohne einen Tipp. Mittwoch, 20.45 Uhr, Anstoß, also ab später wissen wir dann mehr. Hoffen wir doch mal schwer, dass wir wieder jubeln können am Mittwochabend. Ja, es ist zu erwarten, dass es ist spät angesetzt, das Spiel ist zu erwarten, dass es kalt ist. Also nehmt euch was mit, was euch warm hält, das werde ich auf jeden Fall machen. Falls das Spiel dann doch nicht so ist. Ja, aber natürlich hoffe ich, dass wir gegen Hoffenheim jetzt durchstarten, dass wir mal auch einmal deutlich gewinnen, einmal zeigen können, dass wir es besser kennen wie andere. Und 2-0 zum Beispiel, das würde mir schon sehr angelegen kommen, tippe ich auch einmal für Hoffenheim. Ich bin im Stadion, ich will nicht schon wieder enttäuscht werden, ich will auf jeden Fall einen Sieg. Und dann gehe ich in Düsseldorf noch einmal und die Auswärtsspiele warten wir mal ab. Da sind wir normalerweise besser als wieder haben. Also Dave lehnt sich ein Tick weit aus dem Fenster, will einen klaren, deutlichen Heimsieg. Den würden wir alle nehmen. Aber nehmen tun wir. Erst einmal müssen die Punkte her. Prognose traue ich mir aber schon machen. Verlieren tun wir nicht. Bedanke ich mich bei dieser illustren, angenehmen, knackigen Fußballrunde. Es rentiert sich immer wieder reinzugucken. www.clubexpertenforum.com. Wenn ihr lesen wollt, was hat der Manfred so alles herausgefunden über den 1. FC Nürnberg? Was findet der Dave so alles spannend am Trainingsplatz vom 1. FC Nürnberg? Also, es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich mache jetzt Feierabend, weil ich habe mich hier noch ein bisschen umzugucken im Modehaus Wörl. Ich habe nämlich auch so eine kleine Kundenkarte und je mehr man einkauft, desto höher ist der Rabatt. Also, schaue ich mal, ich werde sicherlich hier noch was finden. Ich fühle mich hier wohl. Und natürlich, wer wieder uns gucken will, am 3.12., der könnte mal nach Nürnberg zum Wörl reisen und wir uns pudelwohl, wie hier in Erlangen. Ich danke mich ganz herzlich. Dankeschön. Servus.